Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 NF Marsch. Dienstag, guten Morgen. Hallo, hallo, hallo. So, es gibt einiges zu berichten, meine Damen und Herren. Der Livestream-Chat ist natürlich wieder dabei. Facecam ist auch dabei. Wurde sich gewünscht. Hier ist es. Bitteschön. Genau. Wir hatten ja letzte Woche umgebaut. Das waren ein bisschen längere Folgen. Ein paar haben es gefeiert. Ein paar haben in die Kommentare geschrieben, wie kannst du es nur wagen? Ich habe nicht sehr viel Zeit. Feel free, meine Damen und Herren. Es gibt Neuigkeiten. Der liebe Tensuku, Godmaster of CP himself, hat mich gefragt, oder hat sich angeboten, so muss ich es formulieren, um das nicht abwertend zu formulieren, die CP-Kurse umzubauen. Wir hatten letzte Woche ja den ganzen Hof umgebaut und somit sind alle CP-Kurse geändert, ne? Die Silos haben sich geändert, die Einfahrt hat sich geändert, die Ausfahrt hat sich geändert und das ist natürlich problematisch und da müsste man alle Kurse umbauen, was sehr, sehr lange dauert. Der liebe Tensuku hat sich angeboten, die Kurse umzubauen und ich habe jetzt schon hier drin die allerneuesten Kurse, die jetzt ab sofort YouTube-Zuschauer, ja, Twitch-Zuschauer, nein, die ab sofort in der Videobeschreibung verfügbar sind. Das heißt, ihr könnt euch jetzt, wenn ihr in die Videobeschreibung guckt und einen Daumen da lasst, das müsst ihr nämlich, sonst geht die Videobeschreibung nicht auf, könnt ihr das Safe-Film runterladen, das neue, von diesem Hof hier und, ihr könnt da die CP-Kurse runterladen. Ne? Also ihr habt alles, was ihr habt hier, könnt ihr haben. Ne? Für euch, kostenlos. Dankeschön an den Tensuku, der auch gesagt hat, können wir freigeben. Und danke an mich, dass ich so einen geilen Hof gebaut habe. So, sind wir jetzt fertig mit dem Eigenlob? Geil. Ich würde sagen, wir müssen erstmal gucken. Ich stelle mal den irgendwo. Warte mal, wir hatten doch eine LKW-Halle. Lass uns das doch einfach mal richtig machen und das wieder so hinstellen, wo es eigentlich hingehört. Ne? Das wäre eigentlich mal von Vorteil. Ich habe den Lieber schon mal wieder an die BGA geschickt. Der ist schon unterwegs. Oder beziehungsweise ist schon da, sehe ich jetzt liegen, unten hier. Aber auch nicht vergessen, ich bin ja auch kein Abo-Geier, weißt du, das ja. Also ich glaube, mittlerweile ist es ja so, ich könnte natürlich in die Statistik gucken, aber mache ich nicht. Weil ich denke mir so, wer das cool findet hier, der wird einfach ein Abo da lassen. Was ich tatsächlich selber sehe und mir selber auffällt, ist, dass man das Däumchen ab und zu vergisst. Mache ich selber aber auch. Also da will ich ja gar nicht, wenn anderen den Miesepeter zuschieben, vergesse ich sehr, sehr oft und deswegen sagt man es immer wieder mal. Ne? Das ist nicht geiern, das ist einfach nur drauf hinweisen. Ne? Ob man es dann macht, ist ja was anderes. Geiern ist, wenn ich sage, Jungs, ich habe jetzt genau eine Minute Zeit, um ein Abo und einen Daumen da zu lassen, sonst mache ich nicht weiter. Das ist was anderes, aber das macht man nicht. So, Feld Nummer 48 haben auch schon einige in dem Stream, ich bin vorbeigefahren, im Stream damals gesagt, dass ich den Kurs jetzt mal anfangen soll mit den Pappeln. Und das machen wir jetzt. Jetzt fangen wir an, die Pappeln reinzuballern in den Boden. Müssen wir tanken? Hier wäre eine Aral. Müssen wir, glaube ich, nicht, ne? Grüße aus dem Bus. Hinke, Grüße. Sorry, bin zu spät, das habe ich verpasst. Guck dir die Folge an. Guck dir die Folge an. Am Donnerstagmorgen, nee, am Dienstagmorgen, Entschuldigung. So, fängst du jetzt mal an, Pappel? Ja, mache ich. Und zwar, wir werden... gut, die Ecken sind ja nicht so geil, aber das ist halt einmal so. Ich mache jetzt mal ganz kurz... Der Planauflieger geht ganz in die Halle rein. Okay. Wollen wir gleich mal testen, Micha? Ich habe wirklich... Muss ich echt sagen, ne? Ich sag das leider viel zu selten. Das ist wirklich so. Aber, ich habe so viele geile Leute um mich rum, die mir... helfen, Tipps geben, Sachen bearbeiten für mich. Und das ist wirklich schon mega cool, ne? Guck mal, wie sich die Seemaschine freut. Jetzt nicht mehr. Nö, jetzt ist sie wieder ruhig. So, Düngen sehen. Wir sind auf dem Feld Nummer 48. Wir würden sagen, 3x4x Vorgewende. Aber, da wurde auch gesagt, scharf. Na, mal gucken, wie es wird. 18,2 Meter. Jo, ist gut. Hast du einen Kater? Meinst du jetzt den Kater vom... den hier? Oder den zum Streicheln? Was meinst du denn für einen Kater? Also wenn du den zum Streicheln meinst, ja. Wenn du den zum... den hier meinst, nein. So, das ist okay. Dann haben wir Feld 48... sehen, sage ich mal dazu, ne? 18, waren es 18,2? Ja, wird schon irgendwie passen, ne? Also, er meint Cutter. Cutter habe ich auch einen. Ja, Cutter habe ich auch einen. So. Wo ist denn... Warte mal, wir gehen mal zum Liebherr. Zack. So, mein Freund, du kannst eigentlich jetzt den BGA-Kurs weitermachen.
Schaufel befüllen und entleeren. Genau, Schaufel befüllen und entleeren. BGA, leeren 1. Das glaube ich, hat er auch umgeschrieben, der lieber den Suku. Glaube ich zumindest. Den Hof umzustellen. Ich habe doch den Hof vorgestellt dafür. Ach so, nee, Quatsch, wir haben das fertig gemacht. Du hast recht. Warte, wir müssen den Hof noch zeigen. Wir werden aber drüber fliegen, okay? Ist das okay für euch? Stimmt. Den habe ich ja dann selber fertig gemacht, ne? Ah, böses Kind. Nee, den können wir nicht anlassen. Jo, so. Meine Damen und Herren, für die, die es nicht gesehen haben, der Hof nochmal, ne? Wir machen das ein bisschen flotter hier. So, das ist praktisch die neue Ein- und Ausfahrt, die wir gebaut haben. Hier sind noch ein paar Sachen dazugekommen. Wir haben hier hinten ein Lager, ein Ballenlager. Hier ist die Düngerproduktion, hingekommen. Hier ist, haben wir eine weitere Einfahrt gewonnen. Oder Ausfahrt, kannst du es nehmen, wie du willst. Hier haben wir einen, was ist das, eine Pflanzenschutzproduktion, bin ich der Meinung. Hoppala. Genau, Pflanzenschutzproduktion, die ist ganz neu. Also nicht ganz neu, sondern neu für mich. Ich habe die noch nicht gehabt. Und eine Werkstatt und ein bisschen Dieselzeug, ne? Eine Kerker. Dann haben wir hier Hallen, die einfach dafür da sind. Was mit der Straße passiert? Schweizer Ruhe. Das war ein kleines Missgeschick. Was wollte ich jetzt sagen? Da kommen dann die Drescher rein in weiterer Folge und die extrem langen Geräte. Also wenn wir irgendwas Langes haben, dann kommt es da rein. Hier hinten hat sich soweit nichts geändert. Hier hat sich auch nichts geändert. Hier hinten haben wir sehr viele Hallen dazu bekommen, wo jetzt auch ein bisschen unterteilt. Hier rechts zum Beispiel stehen die Traktoren drin. Hier links steht zum Beispiel grober Sämaschine, Pflug. Hier hinten haben wir noch zwei Wasserbehälter. Einmal Kalk, einmal Pflanzenschutzmittel. Falls ich nicht mit der Produktion nicht hinterherkomme, kann ich hier immer noch was eins holen. Hier haben wir den Kalksteuer, Düngersteuer und die Spritze. Und hier hinten haben wir dann ein weiteres Gebäude. Na, das Burning Gamers Hauptquartier mit den ganzen Sattelauffliegern. Und hier haben wir unsere zwei LKWs drinstehen. Und hier steht der, die das Dolly. Ich weiß nicht den Artikel dazu. Aber man kann hier noch immer ganz geschmeidig vorbeifahren. Ne? Fermenter und Mischfutteranlage hat sich nicht geändert. Hier ist das neue Silo hingekommen, was ich sehr, sehr gut finde hier tatsächlich. Ob sich das jetzt bewährt oder nicht, müssen wir mal gucken. Aber sitzen da die Mods im Keller? Ja, aber der Keller hat keine Fenster. Ne? Weil, warum auch? Ich habe genug Bildschirmhelligkeit, das muss eigentlich reichen. Die Dolly. Okay, dann heißt das die Dolly. Hier vorne ist der Kundenparkplatz. Wer das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist der Olf, der schläft im Auto. Keine Ahnung. Hier vorne haben wir den Komposter jetzt hingestellt. Und dahinter haben wir die Saatgutproduktion. Wir müssen aber noch alles befüllen. Also da ist noch nichts drinnen. Das müssen wir noch machen, aber das machen wir auf alle Fälle. Und hier vorne ist so ein bisschen die Grünlandabteilung, ne? Ladewegen, eine Presse, Schwader, die Mähwerke. Ein Zetter haben wir noch ganz hinten in der Ecke drin. Und ja, so das war's im Großen und Ganzen. Ne? Das ist so ganz grob der Hofumbau. Es ist wohl bei sehr, sehr vielen sehr gut angekommen, was mich sehr freut. Was wir natürlich jetzt dazu haben, wir haben jetzt hinten in der Ecke, wenn man mal guckt hier, hier haben wir jetzt wieder mehr Platz. Also hier könnte man noch eine Produktion hinstellen, hier hinten eine oder vielleicht sogar zwei, weil die Halle hier, wo der Drescher drin stand, ist ja auch weg mittlerweile. Die ist ja jetzt auch, ne? Die Drescher sind ja umgezogen. Und ergo könnte man hier tatsächlich ein, zwei Produktionen noch hinstellen. Wir haben natürlich, na, das habe ich natürlich nicht vertuscht, sondern wir haben jetzt natürlich 1 Million Euro Kredit. Aber das ist jetzt mal nicht so dramatisch. Mit den Produktionen, die wir da haben, die da laufen, da haben wir das ja locker wieder drin. Ganz locker. Gewächshäuser wären eine gute, Flüssigdüngerlager wäre auch eine, ne? Das wäre alles eine Variante. Wichtig für mich ist erstmal, dass die Bodenbearbeitung weitergeht auf den Feldern. Das ist wichtig. Oder finde ich wichtig. Warte. So. Und was für mich auch noch wichtig ist, dass die ganzen Sachen weitergehen, ne? Sagt noch die BG-Hallen und wir können nichts. Genau. Danke, Micha. Diese Hallen hier, die Leimbinderhallen, gibt es so, wie sie hier sind, nicht zum Download. Ihr könnt sie nur ohne dieses BG-Logo downloaden. Ne? Das muss man dazu sagen. Die Hallen könnt ihr downloaden, auch mit diesen wunderschönen Toren und so weiter. Alles kein Problem, aber ohne die BG-Logos. Die wurden selber raufgemacht. Also selber. Von den lieben Leuten wurden sie raufgemacht. Und natürlich auch das Community-Häuschen. Hier da hinten, ne, die Hauptzentrale, gibt es auch ohne BG-Logos, gibt es sie zum Download. Ne? Also, ich glaube, da steht irgendwie Feuerwehr und Polizei oder irgendwas drauf.
Da gibt es zum Download, aber ohne BG-Sachen. Ne? Also überall, wo ein BG drauf ist, bekommt ihr nichts zum Download. Das ist alles nur privat gebaut. Wann kommt Peter Zwegert? Ich würde ihn einfach von den Hof schicken, weißt du? Ich würde ihn einfach von den Hof schicken. So, hier ist noch was drin. Genau, hier wird befüllt, das läuft. Sonst, glaube ich, haben wir nicht viel gemacht. Na, hier wird gesät, sehr gut. Okay, Feld 2 ist reif, wurde mir geschrieben. Da schauen wir natürlich gleich mal nach. Jo, ist richtig. Und die 15 ist teilweise reif. Was haben wir denn da drauf? Wahrscheinlich, wie ich mich kenne, Raps. Raps. Wir haben auf der 3 haben wir noch einen Drescher stehen. Hab ich denn, Moment, wir könnten vielleicht nochmal Geld ausgeben heute. Ich habe doch auch mal die, jo, die Schneidwerke sind drinnen, die Midwest-Schneidwerke. Da könnte man doch eigentlich tauschen, oder seid ihr da anderer Meinung? Da könnte man doch einfach mal, weil das haben wir auch schon lange, lange gesagt, 13 auch, okay, schauen wir gleich mal. Das heißt, man könnte da jetzt mal einen kleinen Tausch vornehmen. Dann machen wir das Schneidwerk weg und holen uns die Midwest-Dinger, die natürlich auch ein bisschen voluminöser sind, ne? Bei dem großen Hof fehlen noch 2 Kampfhunde als Wachhunde. Oh nein. Kampfhunde als Wachhunde? Die 13 ist auch reif. Gut. Dann machen wir das gleich. Da tauschen wir gleich mal, ne? Die Wiese kann gemäht werden. Ihr seht, es ist immer was zu tun hier auf der nordfriesischen Marsch. Und auch kleiner Programmhinweis in eigener Sache. Wir spielen nicht nur die NF Marsch aktuell, sondern wir spielen auch die NF Match Map aktuell in eine weitere Ausgabe von Der Feldversuch. Schaut da gerne regelmäßig bei Twitch vorbei. Streams am Montag, Donnerstag und Samstag. Werbung Ende. Danke. So, jetzt bringe ich das natürlich hier nicht rein, ne? Zweiten Drescher kaufen? Oh, das ist natürlich auch geil, ne? So. Lolololo. Gut. Erstmal noch reparieren, ne? Ich will nichts irgendwie was Kaputtes zurückgeben. So, 23.000 Euronen. Sehr gut. Dann holen wir uns, was waren das für ein Unterschied? Ah, hier. Class Lexion. Das ist halt fett, ne? Also das ist halt wirklich dick. Gut. Hauptfarbe. Nehmen wir dann vielleicht ein Class Grün? Fend. Class. Ja, passt dazu, ne? Nicht kaputt, aber dreckig. Ja, dreckig kann man machen, aber reparieren können die meisten nicht, weißt du? Heute ist nicht Montag. Montag? Kommt noch DV? Ja, steht im Titel. Heute kommt noch DV. So, wir brauchen noch einen Schneidwachswagen, weil da brauchst du wirklich einen Schneidwachswagen. Hier. Der Midwest, der kleine. So, dann haben wir wieder mal eingekauft für die Götter. Gut. Jetzt geht sich, glaube ich, gar kein zweiter Drescher mehr aus, weil die Dinger sind so teuer. Also ihr seht, das ist schon, ja. Guck, Karl, danke dir. Ich habe die Alerts aus wegen den Aufnahmen, du weißt, ne? So, ich würde sagen, wir packen mal unser neues Schiff. Ich habe das nie verstanden, wie das drauf gehört, ne? Ist es so richtig oder ist es andersrum? Ich glaube, es würde so drauf passen. Wir können mal einen Test machen. Oh, bleib doch stehen, Mäuschen. So, weißt du, so liegt doch eigentlich super drauf. Ich war der Meinung, so ist es richtig. So, wir können aber natürlich gleich mal die Rundumleuchte anschalten und erstmal andersrum fahren. Wenn es nicht hält, müssen wir es einfach nochmal umpacken, ne? Ja, wenn wir erstmal so ranfahren, dass es nicht rangeht. Sehr gut. Es ist richtig, es ist nicht richtig. Nehmen Kreta für den zweiten Dreh. Ach nee, so dringend ist es jetzt auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit dem... Guck mal, hinten Lenkachse. Guck mal, euch die Lenkachse an, Alter. Glaube, dass es mit dem größeren Schneidwerk prinzipiell schneller vonstatten geht. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Ne? Ihr wisst ja, diese Hassliebe zwischen Drescher und Traktor ist, glaube ich, immer noch da. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Genau, wir haben uns für den Umbau 1 Million Euro Kredit genommen. Hat gereicht. Also ich hatte jetzt gerade vorher noch 400 Schlag mich tot 1000. Und ja... So, jetzt ist immer die Frage, ne? Wie macht man das jetzt am besten? Weil eigentlich ist es ja so, im besten Fall, haben wir das so. Wollen wir denn uns vielleicht einen ganz, ganz, ganz kleinen Traktor kaufen, um Schneidwerk zu ziehen? So einen ganz, ganz kleinen. Der muss ja wirklich gar nichts können. Aber so ein richtig kleiner Schalltraktor. So ein richtig kleiner. Was nehmen wir denn da?
Der muss auch nichts kosten, weißt du? Ein Fiat. Oh nein, hör auf, ey. Kein Fiat. Ich würde auch sowas nehmen, das sage ich euch ganz ehrlich. Nee, Stara wird's nicht. Jungs, hört auf. Ihr wisst genau, wie ich zu Stara stehe. Nein, 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 nein. Böse, böse aus. Ein E-Traktor? Ich weiß nicht, da muss ich wieder eine Ladestation bauen, ne? Ist auch blöd. Ist auch blöd. Ein kleiner R8. Na klar, da hat sich jemand verstanden. Der Bührer ist natürlich auch cool, aber ich weiß nicht, ob der Bührer das schafft, ne? Wollen wir den Elektro nehmen? Wegen der Umwelt. Komm, dann nehmen wir den Elektro. Wegen der Umwelt nehmen wir den. Ich könnte euch die Umfrage sparen, Alter. Das ist ja Anti-Mates, ne? Aber wenn, dann nehmen wir auch eine gute Farbe. Das sehe ich uns. Da will keiner einsteigen. Da, bei dem Ding kannst du auch den Schlüssel stecken lassen, das wird dir keiner unter dem Arsch wegklauen. Das muss klar sein, ne? So ist gut? Ich würde auch sagen, ne? Boah, ey, richtig wild? Oh. Ich muss einfach ein bisschen trollen, muss einfach sein, weißt du? So, warte mal, den holen wir dann gleich. Und dann fangen wir hier an. Aber nicht mehr heute, meine Damen und Herren. Für heute sind wir erstmal fertig. So schnell vergeht die Zeit. Ich weiß. Ja, da ist es, ne? Ich bin auch der Meinung. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Kannst du immer wieder sagen. Würde mich sehr freuen und würde dem Kanal auch sehr, sehr weiterhelfen. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, am kommenden Donnerstag wieder. 5 Uhr morgens. Wir werden da sein. Hoffentlich ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen restlichen Tag. Macht's gut und ciao, ciao.